Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Thief. In der letzten Folge haben wir hier die Fertigungshallen etwas leer geplündert. Und in der heutigen wollen wir endlich die Schlüssel, die wir ergattert haben, nutzen, um uns hier Zugang zu verschaffen. Das ist echt ein seltsamer Schlüssel. Aber er funktioniert. Mal schauen, was hier hinten auf uns wartet. Folgt dem Weg der Toten. Hake dich wieder in das Fließband ein. Ha. So neu, so anders. So noch gar nicht gehabt. Aber erstmal. Aha. Stumpfe Pfeile. Wasserpfeile. Breitkopfpfeile. Ich frage mich, wie da übrigens Pfeile reinpassen. Muss mir mal jemand erklären. Kann man die Pfeile klappen, oder? Wie kommt es, dass man die da einfach so unterbringen kann? Okay, hier in diesem Raum scheint es echt nicht viel zu geben. Kann man eigentlich Lichter ausschießen? Ich habe mittlerweile so viele Pfeile, ich will das jetzt mal wissen. Nein, kann man nicht. Warum auch? Wäre auch viel zu einfach. Naja, gut. Dann knacken wir mal hier ein Schlösschen. So. Wunderbar. Wunderprächtig. Oh, das goldene Tafelbesteck. Hä? Einen Löffel. Noch eine Löffel, eine Gabel und noch eine Gabel und nur ein Messer. Ach, sowas aber auch. Da kann einer nicht mit Messer und Gabel essen. Da muss ich dann auf Löffel und Messer beschränken. Jetzt muss ich wahrscheinlich warten, bis so ein Haken kommt. Ne? Da kommt einer. Dann fahren wir doch wieder eine Runde. Jo. Ich will mit. Ganz ehrlich, ich wette, man könnte hier eine Weile warten und es würden immer mehr Leichen hier lang fahren. Immer wieder zu dem Thema 100 Leichen bisher oder so. Ne? Aber ey, wer will sich schon beschweren? Na komm. Ich meine, der könnte jetzt ja auch einfach absteigen und laufen, oder? Wobei ich vielleicht da unten auch nicht unbedingt laufen wollen würde. Das sieht irgendwie nicht so lecker aus. Für einen Toten ist Cornelius ziemlich schwer zu finden. Aber ich brauche seinen verdammten Ring. Schön der Reihe nach. Nicht drängeln. Die Flammen laufen euch nicht weg. Wie komme ich denn jetzt an dich ran? Egal, ob ihr reich oder arm seid. Bettler oder Popanz. Ihr werdet alle brennen. Kam ich an dich ran? Irgendwie komme ich bestimmt an dich ran. Bin ich zuversichtlich, dass ich irgendwie noch an dich ankomme. Oder auch nicht. Aha. Was macht ihr mit den Leuten? Mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat, sie wird nicht bei uns wohnen. Wen haben wir denn da? Ein Mann ohne Fuß. Diebesfänger General Sir. Da bist du ja. Verzeihung, Sir. Was hatte die Leiche dabei? Nichts. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du, ich will nicht viel. Nur Respekt. Was zu trinken? Gold! Gott, ist so schlecht synchronisiert. Und dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird.
wirf ihn in den Ofen und durchsuche ihn nach Geld. Wozu Bolzen verschwenden? Gott, das ist schlecht. Toten ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustellen. Hab ich da was übersehen? Tatsache, da ist ein Ring runtergefallen. Ja. Okay, na dann holen wir uns mal den Ring. So, da sind wir wieder. Ich hatte gerade eben nochmal den Bereich vorher kurz gespielt. Mit Ringen gesehen. Hey, meinst du, wir... Du weißt schon. Penisring und so suchen? Und so. Das ist ein Ring für... Du weißt schon, dein bestes Stück. Die drei Tage sind um. Nein, nein. Die Wette ging darum, einige dass Leute haben sowas. Schlägt. Also die nicht, Reichen dass er ihn jedenfalls. Tötet. Wusstest du das nicht? Hoffentlich hilf dir, einen hochzukriegen oder so. Mein Bruder Daniel, er kennt eine Blüte. Und die sagt, zur Not tut es auch ein geknoteter Schweinedarm. Ich fummel dir am Arsch eines Toten rum und du erzählst mir, dass dein Bruder sich einen Knoten in seinen Schwanz macht? In den Schweinedarm, nicht in seinen... Doch nicht mein Bruder. Er hat das auch nur gehört. Ja, das wundert mich nicht. Alter, was labern die denn? Verdammt nochmal. Was meinst du? Ich könnte doch Brahms Frau, Witwe, die gute Nachricht überbringen. Er hat immer gesagt, sie hasst ihn. Vielleicht braucht sie etwas Trost. Warum geht das Ding immer auf und zu? Egal. Ja, wir holen uns hier mal die Notiz. Das müsste dann auch jetzt die 9. Genau, haben wir jetzt alle hier Notizen gefunden. Verbliebene Kleidung muss entfernt und gründlich durchsucht werden. Futter überprüfen. Achso, ja, das Futter der Kleidung natürlich. Gleiches gilt für Stiefel und Gürtel. Das Innere und etwaige Gürtelschnallen sind zu überprüfen. Wertgegenstände müssen in die Sammlungsablage gelegt werden. Besonders wichtig sind Halsketten, Ohrringe, Uhren, Armreife, Ringe und dergleichen. Das Mundinnere nicht vergessen. Abschließend Leichen und Kleidung in den Ofen werfen und zum nächsten übergehen. Achtung, jeder wird am Ende seiner Schicht durchsucht. Diebe werden am Hals aufgehängt, bis sie tot sind. Ist das nicht normal so üblich so, wenn man gehängt wird, dass man so lange gehängt wird, bis man tot ist? So, jetzt stellt sich für mich die Frage, wie kann ich mir irgendeinen von denen erledigen. Die sind ja doch hier irgendwie... Mal gucken. Kann ich die schlagen, ohne dass es die anderen mitkriegen? Ja. Sind irgendwie ziemlich abgelenkt, die Jungs. So wie es scheint. So. Hätten wir dich erstmal weg. Dann können wir jetzt wahrscheinlich hier mal kurz gucken, was da auf dem Tisch liegt. Das da uns mal zum Beispiel eintüten. Ein Taschenporträt, hä? Aber wie ich die beiden dann loswerden soll, keine Ahnung. Haben die denn eigentlich irgendwas bei sich? Sodass ich sie beklauen müsste? Ich sehe das nicht so recht. Ach, immer das Gleiche mit euch. Na egal, wir gehen jetzt erstmal. Hier irgendwas. Hör mal auf, hier so rumzutanzen, Junge. Okay. Irgendwie nicht. Nee. Komme ich da durch? Nein. Schade. Egal. Hier drin scheint ja niemand zu sein. Was liegt da? Zahnrädchen. Sehr schön. Oh, guck mal, hier liegt irgendwas. Was haben wir denn da? Serendi-Edelsteinkränze. Wie viele von den Sammelobjekten haben wir denn jetzt eigentlich? Nee, das ist bei Statistik, ne? Statistik, wo ist die Statistik? Hä? Achso. Ja, 4 von 5. Okay. Da bin ich ja halbwegs zuversichtlich, dass wir das andere auch noch finden. Sammelstück. Irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl, dass werden wir nicht so schnell
irgendwie eins dieser Sets komplettieren können. Leider. Aber nun gut, so ist das halt. So. Ah, hier bist du. Ist das nicht die Schwermut? Hm. Nee. Du hast mich vorhin schon genervt. Du kannst auch jetzt nochmal kurz weg. Ich will nämlich dieses Zahnrad da noch haben. Mal gucken, ob hier oben noch irgendwo was ist. Immer schön umgucken, ne? So, komm mal mit. Du darfst dich da drin mal ins Dunkle legen. Da drin ist viel schöner. So. Ich schätze mal, dass wir an den anderen jetzt nur vorbeikommen, indem wir den Schatten sinnvoll nutzen. So etwa. So, ich will mal kurz aufstehen. Ich will mal gucken, ob hier was auf dem Tisch liegt. Nee. Hui! Heimlich, still und leise huscht er durch die Schatten. Da unten noch irgendwas, oder? Na, ich glaube, wir kamen aus der Richtung, ne? Kurz die Tische noch abscannen. Na, da liegt doch tatsächlich noch was, siehst du? Ich wusste doch, dass ich da noch was liegen gesehen habe. Und ja, ich habe gesehen, dass da auf dem Ding noch was liegt. Ich wollte nur noch mal kurz einen Blick. So, jetzt speichern wir mal kurz. Gucken wir, ob die Wache noch was bei sich hat. Sieht nicht so aus, als hätten die noch was bei sich. Hier gehen wir nach oben, hm? Wir gucken mal hier durch. Der Ring. Vermutlich hat er ihn nicht vorher sauber gemacht. Vermutlich nicht, nein. Kommt der da jetzt raus? Wäre uncool. Okay, so kommen wir da auf jeden Fall mal nicht rein. Finde einen anderen Zugang in das Büro. Ja, wo wird das wohl sein? Und da wir wesentlich leiser sind als Aaron, kommen wir hier hoch, ohne Aufsehen zu erregen. Ich hoffe mal, dass wir hier alles haben. Hm. Schön vorsichtig. Okay. Aha. Die Schatulle. Ist das ein Geldschrank? Sicher noch eine Errungenschaft des Barons. Ich kriege ihn trotzdem auf. Kann man hier irgendwo Licht ausmachen? Fände ich nämlich gar nicht so schlecht. Siegel der Wache. Inventar voll. Heilen kann ich mich auch nicht. Das Ding da kann ich auch nicht nehmen. Dieses Klemmbrett. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Mal hier noch kurz. Ich brauche diesen Ring. Besser darf nicht denken, dass ich alt werde. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ich wollte doch nur gucken, ob da noch was ist. Hm. Okay. Das da hinten sieht irgendwie fast so aus wie das da, ha? Huh? Protect the city. The Watch. Da oben haben wir das nochmal. Das sieht doch fast genauso aus, oder? Das ist nur meine Vorstellung. Naja, ist ja auch egal. Ha, Tatsache. Okay. Okay.
Keine Ahnung, was kann ich wechseln? So kann ich wechseln, ne? Ah, guck mal, das sieht doch gar nicht so falsch aus. Das sieht doch schon richtig aus. Hehe. Adelige nutzen jede Gelegenheit, ihr Wappen zu bewundern. Hm. Geld, Geld, Geld und der Ring. Cornelius. So. Oh, verdammt. Jetzt sollte ich mich wahrscheinlich beeilen. Ich habe den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Ja, da hast du wohl recht. Ich könnte schwören, ich habe den General gehört. Wenn er es war, sollten wir besser verschwinden. Du schuldest mir was, Feigling. Wo, 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 wo? Bleib mal mit deiner Fackel weg. Verdammt! Wieso ist denn der jetzt hier lang gelaufen? Okay, ich müsste hier ran. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Kommt, spart euch das. Mann! Oh. Mein Fehler. Ach ja. So, ich frage mich, ob diese Medipacks auch als Collectibles zählen. Denn mir fehlen tatsächlich 10 Sammelstücke in diesem Level. Und da habe ich mich doch extra so gründlich umgeschaut. Oh, mein Freund, dieses Mal nicht. Ihr habt doch nichts bei euch, oder? Nee. Oh. Okay, wir wollen hier durch. Machen wir die Tür wieder zu. Ja klar, lass sie doch ins Schloss fallen. Ist ja auch überhaupt nicht auffällig, ne? Ja, hier könnte man raus. Oder wir könnten nach da oben. Gucken, was wir hier oben noch haben. Drüben sind auf jeden Fall ein paar Kerzen. Und so ein komischer Vogel da. Sein Traum. Automatisierung nennt er es. Oder Metall und Unheil. Das haben sie in den Tavernen immer gesagt. Als es noch nicht verboten war, den Baron zu kritisieren. Als es noch nicht verboten war, den Baron zu kritisieren. Ja, danke auch, Jungs. Das war unhöflich. Oh. Wer hat ihn zugemacht? Oh, oh, oh. Verdammt! Ist das... Siehst du, deswegen habe ich gesagt, man wirft eine Tür nicht einfach ins Schloss, aber nein. Hallo? Na super. Mal schön in die Tür reingeglitscht. Ist ja immer gut. Sag mal, kann ich da oben eigentlich nicht irgendwo weiter? Ist ja total nervig. Ich bin kurz davor, mich von diesen ganzen Typen zu erledigen. Die gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Wir huschen mal schnell nach da drüben. Da könnten wir zum Beispiel den mal kurz ausschalten. Eine Möglichkeit, oder? Wir bleiben hier im Schatten und gucken, dass wir da dran vorbeikommen. Können wir da irgendwo hoch? Nicht wirklich, ne? Oh Mann. Ich befürchte Schlimmes. Ich habe das Gefühl, das könnte hier schlecht ausgehen. Hm. Ui, nochmal Glück gehabt. Scheinen schon ganz schön blind zu sein, die Jungs. So, liegt hier unten noch irgendwo was rum? Ich meine, Zahnrad? Nicht mal irgendein Krümel? Nix? Ungewöhnlich. Okay, und ihr tragt auch nichts bei euch. Das heißt, euch zu plündern oder niederzuschlagen macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Denkt ihr, ich kann man den vorbei? Probieren wir es einfach mal. Ganz leise. Hui! Tatsächlich, die sind einfach viel zu doof. Okay, ja klar, wir müssen da lang klettern. Da hinten glänzt noch irgendwas.
frage mich aber eher, ob hier noch irgendwo was glänzt. Tja, wie es aussieht, haben sie den Schalter gefunden. Den Schalter für den Alarm? Ja, sieht ganz so aus. Inventar voll. Guck mal, wie war denn das G? Ich nehme nämlich jetzt mit, das können wir nämlich mal kurz gucken. Das ist nämlich eine Sache, die mich jetzt mal interessiert. Also, 64 von 71. Wenn ich jetzt diesen Mon hier eintüte und dann nochmal guck, dann steht dort 4. Okay, gut. Also Mon und Lebenspunkte zählen wohl nicht als Collectibles. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich wieder diese Daueransicht, ne? Naja, was soll's. Gibt bestimmt Schlimmeres. So, nach unten. Ja, komm, runter. Und drüber. Und rüber. Und nuff. Kann ich hier nochmal? Ja. Okay. Eindringling in der Fabrik. Er hat den General bestohlen. Verdien dir deinen Zeug. Ein Eindringling? Zu Befehl. Bin unterwegs. Okay, da ist ein Hund. Sag mal, habt ihr was an euren Taschen? Also habt ihr Taschengeraffel? Schwer zu sagen. Hier kämen wir runter. Ich glaube, da liegt nur ein Hund, oder? Das ist doch nur ein Hund da im Zwinger. Ja, ich soll irgendwie nach da drüben. Gut, gucken wir mal, wo wir hier langkommen. Oh, ah, ja, ja. Was? Was war das? Oh, ein Schrank. Das ist gut. Der passt jetzt hier gut. Sir! Aha. Ja, ja. Und? Was siehst du? Nichts, hoffe ich mal. Das Dach ist eingestürzt, Sir, aber da ist niemand. Was hast du eigentlich in deinem Schädel? Ein Topf? Er ist hier vorbeigekommen. Durchsuch den gesamten Hof. Der Feigling versteckt sich in den Schatten. Ja, und? Hey, unter dem Rock meiner Mutter? Das ist so... Ich weiß nicht, was du da hast. Also, beschwer dich doch nicht. Du bist doch nur neidisch. Guck mal, da liegt doch tatsächlich noch was rum. Nahrung. Ja, super. Was hab ich jetzt Nahrung war. Ich würde viel mehr mal interessieren, ob die Jungs noch was bei sich tragen. Da ist auf jeden Fall noch eine Schatulle, die noch geöffnet werden will. So. Speichern. Oh, oh, oh. Da hinten ist noch was. Pushen wir mal schnell dahin. Okay. Da oben sind Rohre. Muss ich da vielleicht hin? Oder war ich da vielleicht schon? Ich möchte mal kurz gucken, ob der was bei sich hat. Ich weiß, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, da hochzulatschen. Nee, sieht nicht so aus. Okay, da ist eine Tür. War da drüben nicht noch irgendwas? Ich meine, ich hätte da noch was gesehen. Kurz darüber huschen. Ist dunkel. Ah, oh, fuck. Das war nur der Hund. Kurz gucken, ist da noch was? Oder ihr gerade dabei sind zu sterben? Nö, da war nichts mehr. Sehr schön. Gut, letzten Speicherpunkt laden. Ja. Da fühlt man sich fast wie bei Dark Souls, hier so oft wie man stirbt. Okay. Dann machen wir uns doch jetzt hier einfach aus dem Staub, oder? Würde ich sagen. So, finde ich eine gute Idee. Eindringling in der... Er hat den General bestohlen, verdien dir deinen Sold. Zu Befehl, bin unterwegs. Dieser komische Effekt, ey. Wenn man das Auge anhat, ist echt anstrengend, dass man so anmerken darf. Ja, ich weiß, ich bin im Hellen. Was soll ich denn machen? So.
Seilpfeil oder wie komme ich dazu rüber? Springen wahrscheinlich, ne? So. So sei es. Okay. Scheint niemanden zu stören, dass ich hier rumhüpf. Nicht mal den Hund in seiner Kammer da. Sag mal, ich muss doch da hoch, oder nicht? Kannst mir doch erzählen, was du willst. Hä? Was will mir dieser Pfeil da anzeigen? Der sagt mir, ich soll irgendwie nach da. Ja, und? Ach, da geht's raus. Hätte ich auch von der anderen Seite kommen können, oder? Irgendwie da lang. Aber da vorne bin ich doch vorhin reingeklettert. Das ist doch garantiert der falsche Weg. Gehen wir hier rein. Das ist gut. Ist da noch irgendwas? Nö, ich würde sagen... Gute Nacht, Freunde. Ich werde euch nicht vermissen. Dann hätten wir das erledigt. Sehr schön. Naja, ich sag doch, wer hier die 100 Dinger findet, der ist echt gut. Was haben wir denn jetzt hier für eine... Wir haben die opportunistische... Du hast das Ausnutzen der Umgebung allen anderen Mitteln vorgezogen. Hm. Haben aber trotzdem noch einen sehr großen Anteil Jäger, ne? Diebesherausforderung. Führe 10 Taschendiebstähle aus. Stiehl alle Beuteobjekte, 90%. Aber ich habe immerhin alle Sammelobjekte. Mal eine ganz blöde Frage. Warum bin ich denn nicht unentdeckt geblieben? Wo hat mich denn da bitte schon jemand gesehen? Mal kurz was gucken. Ich will da mal kurz was nachgucken. Okay. Also, ich habe nochmal nachgeguckt, aber die Anzeige sagt mir nicht, dass ich entdeckt wurde. Dann muss ich irgendwo einen Fehler begangen haben, irgendwie. Keine Ahnung warum. Aber wir haben immerhin die 200 Gold bekommen für die 10 Taschendiebstähle. Ich verstehe nicht, warum ich die... Verstehe ich nicht. Ist ja auch egal. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Gibt bestimmt noch eine schöne Zwischensequenz oder dergleichen. Zu viele Ablenkungen in kurzer Zeit alarmieren alle Gegner in der Nähe. Gut zu wissen. Schaukästen aktualisiert. Bestätigen. Ja, ich möchte sowieso ein paar Sachen da lassen. In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ja. Ich sollte mich vorbereiten, bevor ich gehe. Ja, wir lassen sogar ein paar Sachen da. Ah, das sind die städtischen Denkmaltafeln, die hier stehen. Okay, hier haben wir Armreife, Ringe, Broschen, noch mehr Broschen. Noch ein paar Ringe. Unikate, hm? Seele des Automaten war auch ein Unikat, obwohl sie einfach so in der Gegend rumgelegen ist. Na, das ist interessant. Wenn ich was finde, das ich behalten will, bewahre ich es hier auf. Im Moment sammelt sich hier vor allem Staub. Naja, also so. Wie lange war ich denn weg? Ja, wie lange warst du denn weg? Ach komm, mach mal hier das Auge leer, das ist ja anstrengend, ey. Es hat gedauert, aber ich hab's hingekriegt. Wenigstens etwas, das wieder ist, wie es war. Was denn? Die Uhr? Oder was ist so, wie es war? Ah, guck mal, die ganzen Bilder, die ich hier aufhängen könnte. Hätte ich doch bloß endlich ein Skalpell. Okay, dann würde ich mal sagen, wir packen mal ein paar Sachen weg. Mohn. Wurfobjekte. Wasserpfeile. Nehmen. Ne, ich möchte ein paar Sachen weglegen. Und zwar... ja, da können wir uns gleich wieder einnehmen. Also Nahrung nehmen wir auf jeden Fall mal. Da wir eigentlich sowieso nicht getroffen werden sollten, nur durch Fallschaden, nehmen wir mal 2 mit. Das reicht. Breitkopfpfeile 5, Mohn. Hab ich dann jetzt doch vergessen, die eine mitzunehmen? Oder wie kommt das, dass ich jetzt nur 4 habe? Ne, keine Ahnung. Okay, können wir auch mal welche weglegen. Stickungspfeile brauche ich jetzt auch nicht unbedingt so viele. Stumpfe Pfeile. 20, 25 Stück. Na komm, legen wir mal 4 weg. Feuerpfeile. Ja, und die anderen Sachen da, die wollen wir natürlich behalten. Die sollten wir schon mit uns rumtragen. 10 Seilpfeile, denke ich, sind auch in Ordnung. Das, denke ich, ist schon okay so. Okay, gut. Dann,
Aha. Was verbrennst denn du da? Startzeit Nummer 1. Gesucht oder... Gesucht. Tot oder lebendig. Ich frage mich immer, ob das so eine geile Idee ist, in so einem Turm ein Feuer zu machen. Ich meine, den sieht man doch kilometerweit. Auf der anderen Seite sieht man seine Feinde natürlich auch kilometerweit kommen. Hat schon seine Vorteile. Wir gehen rüber zur Black Alley. Oh, er soll nicht so schnell lesen. Naja, ihr könnt ja Pause machen und es euch nochmal durchlesen. Muss ich vielleicht dann jetzt auch gleich nochmal machen. Trifft Basso in der Black Alley. Ja, schon klar. Ich wollte allerdings mich erst nochmal kurz hier oben umgucken. Ist es denn nicht so, dass ich irgendwo soll ich doch meine alten Aufträge nochmal spielen können? Ich habe das irgendwo gelesen und irgendwie gehe ich davon stark aus, weil es ist ja schon so, dass man gerade das mit den Skalpellen und mit den Schraubenschlüsseln und so, das dann doch einiges ändert, ne? Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, die Kerzen brennen zu lassen. Naja. Okay, vielleicht kann ich das hier irgendwie machen. Journal schließen. Naja, also hier gibt es irgendwie keine Möglichkeit, das wieder neu zu starten. Ich muss mir das mal anschauen, wo es das gibt. Sammelstücke, Dokumente, Karte, Ziele. Ziele, begib dich zur Bank. Ja, das ist auch noch irgendwie offen. Triff Basso in der Black Alley. Ja, das wäre dann wohl mal unser nächster Auftrag, den wir verfolgen werden. Vielleicht können wir uns ein neues Werkzeug kaufen, wenn wir dort sind. Wäre ja schon nicht schlecht, ne? Okay, wir verlassen mal noch den Turm, mal schauen, ob es noch eine Zwischensequenz gibt. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Heidenei, das geht ja schnell. Achtung, ihr Diebe! Von heute an wird jeder Bürger, der beim Diebstahl erwischt wird, am Halse aufgehängt. Bis er tot ist. In dieser Stadt wechselt nichts den Besitzer, ohne dass Basso es weiß. Er sagt, das ist eine Gabe. Und in meinem Gewerbe stimmt das wohl. Jo, also hat sich ja nicht viel getan hier in der Stadt. Wir werden zu Basso gehen und mal schauen, was der uns so zu erzählen hat. Bis dahin wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß und tschüss.